Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mesh unterm Messer. Der Flo ist wie immer bei mir. Hallo Flo. Hallo Dela. Und wir wollen über die 14. Folge der 4. Staffel reden. Ein altes, schönes Stück. Ja. Ja, der Originaltitel ist jetzt nicht ganz so schwülstig. Der ist einfach Begun. Mhm. Und es ist die 86. Episode der Serie, erstmals ausgestrahlt am 2. Dezember 1975. Naja, und wir beginnen die Folge gleich mit einem alten, schönen Stück. Denn Hot Lips schläft in ihrem Zelt und Vader muss sie wecken, weil Patienten kommen. Das findet sie nicht so gut. Er, glaube ich, auch nicht ganz so. Naja. Ja, er ist halt doch immer noch unser Raider. Also, um da in das Zelt einer Frau zu gehen, er muss es ja tun, es ist ja seine Pflicht, aber so ganz geheuer ist ihm das nicht. Mhm. Ja, und seien wir ehrlich, er kann halt in dieser Szene auch nichts richtig machen, weil er muss sie halt anstupsen, damit sie wach wird. Also er macht vorher wirklich Krach und es zeigt keine Wirkung und er muss sie anstupsen, was natürlich scheiße ist, ich meine, klar. Und dann macht sie ihn fürchterlich an, weil sie glaubt, er würde ihr sexuell aufgeladene Blicke zuwerfen. Regt sich dann aber auch auf, als würde er sie nicht attraktiv finden, als er das verneint. Und am Ende ist Vader dann so nervös, dass er ihre Beine mit dem von seinem Pony daheim vergleicht. Und wird dann mit fliegenden Schuhen aus dem Zelt vertrieben. Ja, er soll das Zelt so verlassen, wie er es vorgefunden hat. Deswegen macht er auch die Musik wieder an, die er ausgeschaltet hat, und hängt den Lampenschirm wieder schräg, den er vorher gerade gemacht hatte. Das ist wieder schön. Raider ist einfach immer sehr sympathisch. Ja, das ist auf jeden Fall wieder eine wunderschöne Raider-Szene. Aber allgemein kriegen wir ja in dieser Folge sehr viel Raider. Das finde ich super. Ja, das macht immer Spaß. Ja. Warum hat er sie denn geweckt? Aus dem Grund, warum immer Leute geweckt werden bei Mesh. Es gibt Verwundete. Mhm. Und zu diesen Verwundeten gehört auch Colonel Chaffee. Und der hat etwas, ein schönes altes Stück dabei. Also er hat eine seltene antike Pistole dabei. Mhm. Und wie das halt so eine Standardprozedur ist, nimmt Raider die an sich, weil Chaffee muss natürlich in den OP. Und er schließt sie im Waffenschrank weg. Das ist das erste Mal, dass wir sowas sehen, aber es ist eigentlich sehr logisch. Genau. Und wir sehen auch, dass er sich immer, immer, immer große, große Mühe gibt und auch sehr stolz darauf ist, von wegen, ja, mach dir keine Sorgen und alles ist gut. Und wir passen da drauf auf und du kriegst auch einen Zettel dafür, eine Quittung und so. Also nicht nur bei diesem einen teuren Stück, was der Chaffee da hat, sondern er macht das halt auch wirklich mit den normalen Soldaten und ihrer Durchschnitts 0815-Waffe. Ja. Aber ich finde das schön, dass es so betont wird, dass er sich eben wirklich bei jedem Patienten da so einen Arsch aufbeißt drüber. Ja, man sieht, Raider hat halt doch noch mehr Aufgaben als einfach nur der Kompanieschreiber. Der macht da echt einen anspruchsvollen Job. Ja. Naja, und wie gesagt, es kommen halt die Verwundeten und Raider und Frank bringen die Waffen ins Arsenal, sag ich mal. Und zu dieser Gelegenheit sieht Frank natürlich den besagten Colt, also dieses schöne alte Stück. Und natürlich verliebt er sich direkt da rein. Und wie Frank halt ist, wenn er sich verliebt hat, muss er es haben. Und er klaut den Colt. Ja, also hier ist Frank mal wieder ganz tief. Ja. Aber das ist in den letzten Folgen, die holen echt das Schlechteste aus ihm heraus. Ja, wir sind ja bald los. Aber ja, zum Glück. Es ist schon echt übel. Was mir hier auch aufgefallen ist, Margaret ist mir hier auch wieder extrem unangenehm. Ja, schon von dieser ersten Szene mit Raider an, das ist schon sehr... Er kann ja nichts richtig machen, wie soll er das auch? Egal, was er macht, es ist immer falsch.
Und da fängt sie schon an. Und ansonsten ist sie auch hier wieder mehr so Franks Stiefelleckerin als eine eigenständige Figur. Weil er gibt dann halt mit seinem Colt auch vor ihr an. Und hier hat sie wieder einen dieser Momente, wo ihre Daddy-Issues, glaube ich, ganz extrem rauskommen. Also, naja. Also, das fand ich schwierig, allgemein. Ja. Naja, und jetzt kommt eben raus, es ist der nächste Tag, dass diese Waffe weg ist. Und was ich auch sehr gut fand, Rainer macht kein Geheimnis draus, er geht direkt zu Potter, was natürlich auch gleich wieder das Vertrauensverhältnis zeigt, was die beiden haben. Und er berichtet erstmal völlig ruhig, also nicht völlig ruhig, aber ruhig, dass da was schiefgelaufen ist. Und Potter bleibt auch selbst völlig ruhig. Und alle Blicke richten sich auf Frank. Ohne dass jemand genau, also es wird zwar gesagt, Frank war der Letzte, der mit mir an diesem Waffenschrank war, aber es weiß eigentlich jeder, was passiert ist. Ja. Ja, gut, es ist auch kein großes Geheimnis. Also mittlerweile kennt man die Figuren, die kennen sich untereinander so gut. Da weiß jeder. Ja. Aber ich finde es auch schön, wie panisch Raider hier wird. Denn er könnte ja dafür, dass dieser Call verschwunden ist, vor Gericht gestellt werden. Genau, das kommt aber erst später. Also ja. Im ersten Moment ist er noch ruhig, weil Potter ruhig ist. Und dann sagt Potter aber in so einem Nebensatz, naja, wenn das schief geht, sind das halt 15 Jahre im Bau. 15 Jahre, dann bin ich ja in meinen 30er, das ist fast tot. Ja. Das ist auch wieder so, sie können sich auch nicht ganz entscheiden, wie alt oder wie jung Raider jetzt ist, aber okay. Das kann ich akzeptieren. Es gibt allerdings wieder eine sehr schöne Szene, wie gesagt, als sie alle Blicke auf Frank richten in dem Moment, gibt es den Dialog, what are they staring at? Und Todlips, don't worry, from this angle they can't see under the table, weil sie halt gerade füßeln. Ja, oder anderes. Ja, und dann gibt es die Szene, wo Hawkeye und BJ auch Frank direkt konfrontieren. Und das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. I am very fond of Raider. He's like the child and the pet I never had. Ja. Also, ich mag Raider. Er ist wie das Kind und das Haustier, das ich niemals hatte. Aber das passt halt auch so gut. Ja, das ist ja das. Und der Eindruck wird in der Folge halt auch immer schlimmer, weil desto nervöser Raider wird und weil er halt eben wirklich total fertig ist wegen diesem theoretischen 15 Jahren Bau, ist er halt nervig voll am Ende. Und er fängt an, sich zu besaufen. Wir wissen alle, bei Raider geht das schnell. Ja, das hatten wir vor kurzem erst in Soul. Mhm. Was, Soul? Ja. Ja. Da hatte er auch ein spaßiges Wochenende, an das er sich nicht mehr erinnert. Und jetzt legt er wieder so richtig los. Aber hier ist er ja in Gesellschaft und er hat Opa Potter dabei. Der passt auch auf, dass er heile ins Bett kommt, deckt ihn zu, zieht ihm den Schlüsselbund und die Brille aus, gibt ihm seinen Teddy. Das fand ich sehr, sehr süß. Das ist unglaublich süß, ja. Das sieht man, auf, wie die beiden mittlerweile eine Beziehung zueinander aufgebaut haben. Aber ja. Das war, fand ich eine wirklich wunderschöne Szene. Ja, naja, wir kommen eigentlich auch langsam schon zur Auflösung des Ganzen. Weil, obwohl er so liebevoll zugedeckt worden ist, bleibt Raider nicht liegen, denn er wacht wieder auf und beschließt, ich muss das jetzt aus der Welt räumen, ich konfrontiere jetzt den Besitzer des Colts, also dieses verschwundenen Dingens. Und er ist also gerade am Bett des Patienten, der überhaupt nicht begeistert ist von Raiders Aufgaben. So grundsätzlich. Also er ist voll überzeugt, dass Raider wirklich der Arsch ist. Aber zum Glück, währenddessen Raider gerade am Bett steht, schleicht Frank zurück zum Tresor, um die Waffe zurückzugeben und schafft es selbstverständlich dabei, sich selbst in den Arsch zu schießen. In den Fuß. Oh, ja, in den Fuß. Aber du hast recht, also der Arsch schafft es, sich in den Fuß zu schießen. Ja, das hören aber auch Jeffy und Raider und alle anderen. Und, oh Gott, Frank, oh mein Gott, ich habe mir den Fuß abgeschossen. Ja, es ist ein kleiner Streifschuss.
Jetzt ist er aber aufgeflogen. Mhm. Margaret, ja, presst die Wahrheit aus ihm heraus, was ja bei dem Frettchen jetzt nicht so schwer ist. Und er hat versucht, jetzt die Waffe halt zurückzugeben, hat sich dabei selbst in den Fuß geschossen und deswegen kommt er auch ja, zu der großen Erkenntnis, also er hat seine Lektion gelernt, when you steal something, don't ever try to return it. Genau das. Ja, aber Vader ist halt jetzt komplett von jedem Verdacht erhaben, weil er eben beim Patienten war und der Kult ist ja auch wieder da, von daher können wir das alles unter den Tisch fallen lassen. Ja, der Patient wird langsam wieder gesund und reist ab. Und jetzt kommen wir wieder zu einer wunderschönen Schlussszene, die ich auch großartig fand, weil Potter und Vader beklagen sich darüber, dass sie einen Kater haben, obwohl nur Vader getrunken hat. Stellt sich raus? Sie haben ihre Brillen vertauscht. Wenn man das Ganze logisch betrachtet, ist das übrigens gar nicht so wahrscheinlich, dass sie das gemacht haben. Mhm. Aber es ist trotzdem eine lustige Szene. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich glaube, damit sind wir mit der Folge schon durch, oder? Also inhaltlich meine ich. Inhaltlich, ja, wir haben jetzt noch ein kleines Nachspiel, wenn Hawkeye und BJ Frank da humpeln sehen und Frank behauptet, das wäre eine alte Football-Verletzung. Und hier gibt's also Hawkeye rät, was es sein könnte und sagt hier im Englischen, es war just a shot in the dark. Also es war nur, ich habe nur geraten. Mhm. Natürlich ist das hier sehr schön auch auf die Folge wieder bezogen. Ja. Ja, ich habe aber eine Frage. Unser Waffenbesitzer, den kenne ich irgendwoher, ich kann ihn aber nicht einordnen. Ja, warte mal. Ich habe ihn irgendwo in meiner Liste. Ah, da ist er doch. Also der Mann ist Warren Stevens. Aha. Ein ja, Schauspieler, der 1919 geboren und 2012 gestorben ist und der halt auch wirklich in vielen Sachen mitgespielt hat. Das ist ja seine einzige Mesh-Episode. Okay. Also gerade so Serien 50er, 60er, 70er Jahre von The Man from U.N.C.L.E. bis hin zu Emergency Room, Twilight Zone und alles mögliche, Star Trek, also war überall dabei. Okay, ja gut, dann kenne ich ihn wahrscheinlich wirklich im Vorbeilaufen. Ja, also sonst noch Trivia. Ja, wir kriegen hier wieder ein paar Hinweise darauf, wann diese Episode spielt. Mhm. Und zwar wird über Lautsprecher angekündigt, dass der Film Kansas City Confidential gespielt wird. Okay. Der kam am 11. November 1952 raus. Mhm. Das heißt, wir sind wahrscheinlich Ende 52, Anfang 53. Okay. Das passt zu dem, was wir so in den letzten Episoden, zum Beispiel in Dear Peggy, erfahren haben. Mhm. Was aber auch bedeutet, wir haben nur noch ein paar Monate Koreakrieg und 7 Staffeln, die uns bevorstehen. ich bin gespannt, wenn wir so weit kommen, weil tatsächlich aktiv ist mir nie aufgefallen beim Gucken. Mhm. Aber irgendwann wird die Timeline wieder ein bisschen zurückgedreht. Mhm. Außerdem gibt es Erwähnung von Eisenhower und Nixon, also den Wahlen von 52. Mhm. Die waren im November 52, das würde auch wieder passen. Mhm. Und Potter liest in Stars and Stripes über die 80 Kadetten, die aus West Point rausgeflogen sind, wegen einem großen Skandal, weil sie bei ihrem Examen betrogen haben. Das war im August 51, das heißt, hier passt es nicht so ganz, aber es könnte auch einfach eine alte Zeitung sein. Mhm. Okay. Gut, dann würde ich sagen. Wir haben noch was Kleines über Radar. Ah, okay. Denn in dieser Folge wird erwähnt, dass er eine Schwester hat. Mhm. In vielen anderen Folgen wird er als Einzelkind beschrieben. Okay. Und in wiederum anderen Folgen, also zwei jeweils einer Folge, wird erwähnt, dass er einen Bruder hat, der nicht eingezogen wurde und in einem Grocery Store arbeitet. Okay.
Und in einer anderen Folge wird ein Bruder erwähnt, der in seiner Jugend, also in Raiders Jugend, gestorben ist. Ah. Da ist man immer so ein bisschen, ein bisschen durcheinander. Mhm. Da konnte man sich nicht so entscheiden. Ja, das ist ja genauso wie bei der Familiengeschichte von Hawkeye und BJ. Das war ja auch immer mal anders. Genau. Ein anderer Fehler ist auch der Colt selbst. Mhm. Margaret liest darauf die Jahreszahl 1884. Okay. Aber diese Art von Colt wurde erst ab 1898 hergestellt. Also das kann auch nicht ganz sein. Okay. Und Raider imitiert ja wieder mal John Wayne in dieser Folge. Ja. You better believe it, mister, or you're dead when you stand. Mhm. John Wayne hat diesen Satz nie in einem seiner Filme gesagt. Okay. So, jetzt bin ich aber durch. Okay. Wie würdest du denn die Folge bewerten? Ach ja. Es ist eine Folge, die sich sehr um Frank dreht. Und ich kann Frank einfach mit jeder Staffel, die vergeht, immer weniger ausstehen. Aber sie hat schöne Momente, sie hat schöne Raider-Momente. Ist jetzt nichts Besonderes. Tut aber auch nicht so weh wie andere Frank-Folgen. Ich würde sagen, 5 von 10 abgeschossenen 10. Okay. Das ist sehr lustig, weil ich nehme es nicht als Frank-Folge wahr, sondern als Raider-Folge. Und da ist nur Frank ab und zu mal dabei und stirbt. Deswegen komme ich bei 8 von 10 Ponybeinen raus. Ah, interessant. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Ehre. Und ich bedanke mich bei dir, lieber Flo, dass du dabei warst. Es war wieder sehr schön. Und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.